Der Karmann Dexter 625, ein Kastenwagen mit Längsbetten hinten im Heck auf 6,36 Meter Gesamtlänge. In dem Fahrzeug stellen wir Ihnen die Neuheiten vor von dem Fahrzeug, neues Möbeldekor und neues Bad. Mein Name ist Lisa Sprenger von Mimobile und los geht's. Fangen wir gleich an mit dem neuen Möbeldekor. Hier sieht man die ganzen neuen Farbwelten schön zusammen. Wir haben helle weiße Klappen, die sind nicht hochglanz, sondern so leicht meliert. Matte, dunkle, abgesetzte schwarze Griffe. Die Badwand ist in so einem dunkelgrün und auch die Schiebetür in einem matten Schwarz. Das Ganze passt sehr schön zu dem neuen Catania Holz. Sieht man eigentlich immer am besten hier vorne an der Küchenfront. Wir sehen im Hintergrund hier das schöne Sunroof, was übrigens im Modelljahr 24 serienmäßig beim Dexter 625 dabei ist. Es ist fest eingebaut, nicht zum Öffnen und hat dementsprechend auch nur ein Verdunklungsrollo und kleinen Fliegenschutz. Darunter sehen wir auch eine Neuerung im Modelljahr 24, die Rückfahrkamera, die jetzt serienmäßig mit einem Bildschirm hier oben ist. Wir haben eine sehr hohe Serienausstattung, eine Truma 4 kW Dieselheizung und eine 100 Amperestunden Lithiumbatterie. Das Ganze macht das Auto sehr autark. Auch die Tischoberfläche ist neu, passend zu dem Catania Holz. Dunkelmatt, sehr unempfindlich und wie immer beim Dexter auch serienmäßig mit dabei. Das kleine Brettchen für den Beifahrersitz zum Ausklappen. Hier hinten haben wir jetzt im Modelljahr 24 eine Verkleidung rund ums Fenster, bindet es optisch einfach nochmal schöner ein. Und was auch neu ist, ist unsere Sitzbank in Fahrtrichtung. Die hat zum einen eine andere Polsterform. Die haben hier an der Seite jetzt so Wölbungen, die einen einfach wieder zurück in den Sitz drücken. Und wir haben zweimal Isofix immer mit dabei. Unter dem Tisch haben wir nochmal ein Staufächchen, wobei Fächchen ist eigentlich zu verniedlicht, da passt schon gut was rein. Ganz praktischer Raum da unten. Und da hinten sehen wir nochmal so eine silberne Leiste, da kann der Tisch in der unteren Position eingehangen werden. Der Fuß wird abgeklappt, dann wird es hier nochmal ein Notbett für eine dritte Person. Dann werfen wir noch einen Blick unter die Sitzbank hier. Dort sitzt die Heizung. Die ist abgedeckt, aber mit zwei Brettern. Also wir können das hier wirklich noch als vollwertigen Stauraum nutzen. Richtig groß. Falls man mal an die Heizung ran möchte, ans Frostschutz-Boilerventil zum Beispiel, Brettchen einfach rausnehmen. In der Küche fangen wir einfach von oben nach unten an. Wir haben oben schön großes Staufach. Hier drunter eine super praktische Lichtleiste. Das ist überall im Fahrzeug dasselbe, in der Sitzgruppe und auch hinten am Bett. Man kann die Lämpchen verschieben und die sind einfach über den Tastschalter hier zu bedienen. Das Küchenarbeitsfeld oder die Küchenplatte im Dexter ist immer super schick mit einer Glasoberfläche, aber nicht nur schick, sondern auch praktisch, weil die Gaskocher, zwei Stück, sind aufgesetzt und dadurch passen eben auch wirklich große Pfannen und Töpfe drauf. Wenn mal was drüber rausgeht, Nudelwasser überkocht, kann man das auch ganz einfach wieder reinigen. Das Spülbecken ist richtig tief, also da spritzt nicht einfach so mal was drüber raus beim Abspülen. Hier drunter haben wir überall noch Schubladen zum Ausziehen. Oben ist die Blende einfach verlängert, damit es optisch schön eine Form gibt. Alle haben Softeinzug. Und hier unten kann man dann noch mal richtig stauen. Schön ist beim Dexter 625, dass wir serienmäßig einen 126 Liter Kompressorkühlschrank haben. Also richtig schön groß für einen Kastenwagen. Oben mit Gefrierfach und unten praktischer Auszug. Über dem Kühlschrank haben wir noch ein Staufach. Passt richtig viel rein, gerade so große Sachen wie Handtücher, Decken kann man da gut unterbringen. Kommen wir zur zweiten großen Neuheit in dem Fahrzeug neben dem Möbeldekor, das neue Bad. Versteckt sich hier hinter der schwarzen Rollotüre. Wir haben eine neue Duschwand hier oben, ganz praktisch Griff und Handtuchhalter in einem. Kann ich einfach rumschwenken und habe eine super komfortable große Dusche ohne Vorhang. Und
mit einzelner Duschbrause. Also man muss nicht den Hahn vom Waschbecken irgendwie rausziehen, sondern hat einen richtigen Duschkopf. Für den normalen Betrieb, Toilette und Waschbecken, haben wir hier. Die Toilette lässt sich rausschwenken. Dafür Knopf da hinten lösen. Und dann kann man die so in Position bringen. Waschbecken klappt da drüber runter. Auch das schön groß, liegt hier einfach auf einem Leistchen auf. Und wir haben immer drüben serienmäßig ein Fenster im Bad. Hier oben versteckt sich noch ein schön großes Staufach. Hier hinten ein bisschen eine kleinere Ablage. Und oben haben wir ein Fenster, was wir auch wirklich richtig aufstellen können. Nicht nur so eine Haube zum Hochdrücken. Wir haben in dem Fahrzeug hinten zwei Längsbetten. Die sind hier jetzt beide gleich lang und beide 1,87 lang. Die Betten kann man komplett verbinden mit dem Zwischenteil hier. Dann kann man, wenn man ein bisschen größer als 1,87 ist, vielleicht auch noch ein bisschen schräg liegen, um Länge rauszuholen. Beim Dexter 625 können wir auf beiden Seiten der Betten hinten Fenster haben. Wir haben seitens Rahmenfenster, die sind außenbündig in die Karosserie eingelassen. Also sowohl auf der Beifahrerseite als auch auf der Fahrerseite haben wir da wirklich schön viel Frischluft. Und überm Bett haben wir auch noch ein 40x40 Heki drin. Hier jetzt einfach als Fenster. Bei uns in der Werkstatt rüsten wir Ihnen da gerne nach. Entweder ein Max-Van als Ventilator oder sogar auch eine Klimaanlage. Wir haben beim Dexter 625 wirklich massig Schränke hier hinten, weil wir Längsbetten haben. Da haben wir einfach noch mal mehr Platz für Schränke oben. Und das Schöne beim Dexter ist, dass wir nicht nur Längsschränke haben, sondern auch hinten quer. Also die zwei Schränke hinten an der Hecktüre gewinnen wir dann noch mal dazu. Auf der Seite haben wir zwei Schrankklappen und einen Kleiderschrank hier zum Hängen. Der ist nicht sonderlich hoch, deswegen kann man den Boden rausnehmen, um lange Sachen unten noch raushängen zu lassen. Wir haben hier hinten schön am Bett noch einen Lichtschalter und dann können wir uns auch noch mal die Beleuchtung angucken. Wir haben nämlich zum einen für die Helligkeit Deckenspots und dann einfach so ein bisschen für schöne Ambientebeleuchtung oben über den Schränken indirekte Beleuchtung. Das sind einmal die Deckenspots und das ist die indirekte. Zum Thema Beleuchtung natürlich auch hier hinten am Bett wieder unsere Leiste, wo wir die Lampe ganz flexibel verschieben können. Wieder mit Knöpfchen und auf beiden Seiten jeweils eine USB-Steckdose, auch die verschiebbar. Neu beim Dexter im Modelljahr 24 ist, dass wir hinten mehr freie Staufläche haben, weil der Gaskasten früher so rum zum Öffnen war, jetzt um 90 Grad gedreht, also seitlich zum Öffnen. Der ist relativ groß, da haben wir wirklich Platz für eine 11 Kilo Gasflasche. Das ist ganz schön viel, die brauchen wir nämlich nur für den Kocher. Wir haben ja eine Dieselheizung und einen Kompressor-Kühlschrank, der über die Lithiumbatterie läuft. Auf der Seite sitzt der Frischwassertank. Hier unten kommen wir ans Ablassventil für den Frischwassertank. Und hier oben sitzt unsere serienmäßige Außendusche. Schauen wir mal noch von oben an den Wassertank. Hier sieht man den Unterschied zum Dexter 580, dass das Auto 36 cm länger ist. Das gewinnen wir hier hinten im Stauraum dazu. Hier vorne beim Frischwassertank haben wir einmal einfach die Anschlüsse von der Sonde und von den Leitungen. Und hier hinten, jetzt die Reinigungsöffnung für den Frischwassertank. Ganz hier hinten kommt nochmal ein Fach, da sitzt die Druckpumpe drin. Also auch hier wieder hochwertige Serienausstattung, Druckpumpe statt Saugpumpe. Gibt einfach einen satteren Wasserstrahl. Man kommt sehr gut ran, um auch mal den Wasserfilter zu reinigen und ums Fahrzeug winterfest zu machen, muss man den nämlich rausnehmen. Um den Stauraum hier hinten auch für hohe Sachen zu nutzen, kann man die Betten hochgurten. Es geht ganz einfach hier über diese Anschnallgurte und dann können wir da unten auch noch mal besser reinschauen. Wir haben hier einmal die 100 Amperestunden Lithiumbatterie. Von Telco ist die jetzt hier. Und hier hinten sitzt die ganze Elektrik, super übersichtlich.
12 Volt Stecksicherungen, FI-Schutzschalter und was bei Karmann immer schön ist, wir haben Trennschalter für die Batterien. Wir können also die Campingbatterie komplett abtrennen, wenn das Fahrzeug mal länger steht, damit die nicht durch Kriegsstrom entladen wird. Eine Besonderheit beim Dexter 625 mit den Längsbetten ist, dass wir hier noch Platz für einen Doppelapothekerauszug haben. Das ist ganz schön für Flaschen und so weiter. Und man kommt auch gut vom vorderen Bereich von der Küche aus ran. Wenn man hier hinten große Sachen stauen möchte, kann dieses Trennbrettchen vielleicht störend sein. Das ist nur eingeschoben, kann man also ganz einfach rausnehmen. Wir haben hinten am Bett ja wirklich reichlich Frischluft über die Rahmenfenster links und rechts und über die Dach, über das Heck hier oben. Die Fenster in der Hecktüre sind fest eingebaut, kann man nicht öffnen, haben deshalb auch nur eine Verdunklung. Die ist hier im Messefahrzeug jetzt noch nicht mit eingebaut, wird aber in der Serie mit dabei sein. Ein Plissé-Rollo zum Ziehen und kein Fliegenschutz. Der neue Dexter 625 ist wirklich rundum schön geworden mit seinem neuen Möbeldekor und dem schönen neuen Bad und der extrem hohen Serienausstattung. Wenn Sie sich das Fahrzeug selbst live vor Ort anschauen wollen, dann kommen Sie zu uns in die Ausstellung. In unserer Kompletto-Ausstellung bei Mimobile wird das Fahrzeug ab Herbst 23 stehen. Genauere Infos, welche Autos schon vor Ort sind oder ab wann es voraussichtlich kommt, gibt es auf unserer Kompletto-Website. Die ist unten verlinkt. Ja, Sie können das Fahrzeug bei uns aber nicht nur anschauen in unserer Kompletto-Ausstellung, sondern auch testen. Wir haben den Dexter 625 in unserer Mietflotte und wir bieten auch Wunschgebrauchte an. Bedeutet, Sie bestellen sich den Dexter neu, genauso wie Sie ihn möchten. Wir vermieten den eine Saison für Sie und danach bekommen Sie Ihren Dexter zum Gebrauchtpreis. Oder Sie sagen, bei mir soll es schnell gehen, ich greife auf einen vorkonfigurierten aus der Mietflotte zurück, der dieses Jahr im Herbst geliefert wird. Bei Fragen sprechen Sie uns einfach an. Wir sind über viele Kanäle erreichbar. Entweder schreiben Sie uns unten in die Kommentare oder Sie schreiben uns ganz altmodisch eine E-Mail oder greifen zum Hörerrufen an. Gerne beraten wir Sie auch persönlich bei uns vor Ort. Ja, und hoffentlich haben wir jetzt Ihr Interesse geweckt. Und wenn dem so ist, dann rufen Sie uns doch einfach an und vereinbaren einen Termin. Sie finden uns 15 Minuten weg vom Stuttgarter Stadion, direkt an der Bundesstraße 29 zwischen Fellbach und Schaundorf. Mimobile verkauft Ihnen aber nicht nur Ihr neues Reisemobil, sondern als Familienunternehmen haben wir auch eine Vermietung und eine Fachwerkstatt. Und wir werfen jetzt zuerst mal einen Blick in die Vermietung zur Mama. Wir haben über 50 Fahrzeuge in der Vermietung, jedes Jahr neue Modelle mit den unterschiedlichsten Grundrissen. Die Chancen sind also sehr gut, dass Sie Ihr Wunschfahrzeug, für das Sie sich zum Kauf interessieren, bei uns zuerst mal mieten können. Die Fahrzeuge sind alle Werkstatt und Kundendienst gewartet. Wenn Sie bei Mimobile ein Wohnmobil kaufen, dann sehen wir uns in Zukunft regelmäßig. Denn einmal im Jahr ist die Dichtigkeitsprüfung fällig. Aber wir machen nicht nur das, wir individualisieren Ihr Fahrzeug auch nach Ihren Wünschen.